willkommen zu einer neuen Folge Cindy Cuisine Folge 2. Sollen wir den Ofen anmachen und den Sekt öffnen? Herzlich willkommen zu Cindy Kocht. Tiny Stove. Heute machen wir zu Ehren von unserem neuen Song 48 Hour Daydream eine 48 Hour Pizza. Wir fangen an. Klatsch mal. Wir sind Cindy Gravity und das ist Cindy Gravity's Easy Recipes. Heute mit dem 48-Hour-Pizzateig. Alright! 500 Gramm Mehl, 20 Gramm Salz, ein Achtelblock Hefe und kaltes Wasser. Schritt 1 ist, wir nehmen die Hälfte des Mehls und den Rest der Zutaten und mischen das zu einem ziemlich flüssigen Teig. Let's do it right now. Ausgezeichnet. Timer, 20 Minuten. Siri! Dough! Der Teig hatte 20 Minuten Zeit. Und was wir jetzt machen werden ist, wir nehmen den Löffel und rühren den Teig wieder für circa 4 Minuten. Das machst du sehr gut. Dankeschön. Es ist was Schönes. Teig wird auch immer schöner, wenn man sich eine Weile mit ihm befasst. Wir werden jetzt nach und nach das restliche Mehl hinzugeben. Der Teig hat auch was sehr Kosmisches, wie eine Milchstraße. Es wird jetzt merklich anspruchsvoller. Ach. 20 minutes have passed. Wir sind zurück im Studio und jetzt gibt's den Teig-Reveal. Tada! Es ist immer noch ein ziemlich klebriger Teig. Da bestreuen wir jetzt. Weißt du, wer den Teig bewegt, Ludwig? Gravity. Wow, ist der soft, das ist wunderschön. Oh mein Gott. Leichte, flüssige Rundungen. Geschmeidige Bewegungen. Sehr soft. Ella, fühl mal. So. Seid ihr? Brutally soft. Gut. Die kommen jetzt in den Kühlschrank. Wie lange dauert das, bis der Teig fertig ist? 48 Hours! Vor exakt 48 Stunden ging der Teig in den Kühlschrank und so sieht er mittlerweile aus. Oh, oh mein Gott. Oh. So will man, dass Pizzateig aussieht, das weiß jeder. Hm? Wir haben den besagten Teig, lila Spargel, Chilis in 3 farblichen Varianten, frischen Knoblauch, eingelegte Peperoni, Datteln, Kalamata-Oliven, Blumen, Creme Vega, Zwiebeln, violette Kartoffeln, Karotten in Gelb und Orange und ein Lauch. Zuerst bestäuben wir das Backpapier mit Mehl. Let's have a look. Der Teig ist so richtig soft und ja, das Einzige, was mir einfällt. Mein Körper sagt soft, wenn ich das anfasse.
Und zwar wird der Teig nicht viel geknetet, sondern die Hefe und die Zeit übernimmt die Arbeit. So wird diese organische Softness erreicht, nicht die geknetete Capitalist Leistungsgesellschaft Softness. Der Teig fließt in seine natürliche Form, nämlich die Pizzaform. Schritt 2. Wir machen jetzt die erste von 3 Pizzas. Eine moderne, sommerliche, Frühlingserwachen, träumerische, Dreamy Diabolo. Eine Zwiebel. 3 verschiedene Arten an Chilis. Die rote, die grüne und die gelbe. Frischer Knoblauch. Und dazu nehmen wir noch frischen Oregano. Also es bietet sich ja an, Pizza mit einem Pizzastein zu backen, was wir nicht haben. Deswegen haben wir eine geschmiedete Eisenpfanne in den Ofen geworfen und tun die Pizza einfach da drauf. The snackening. Knusprig und trotzdem fluffig. Boah, geil. Okay. Der Teig ist auch so zwischen Flammkuchen und Luftmatratze. Bouncy. Ja! Auch wenn es jetzt diese Kombination einfach gäbe in der Pizzeria, wäre die sofort in meinen Top 5. Das war Pizza 1 und die war schon mal köstlich. Und jetzt folgt die zweite Pizza. Velluto Viola. Möchtest du die Pizza probieren? Wow, auch sofort in den Top 5. Diesmal ein bisschen krosser. Auch süße Dinge auf Pizza. Datteln, Kartoffeln, Thymian. Es ist so köstlich. Das war köstlich. Jetzt kommt Pizza Nummer 3, Arbeitstitel Pizza Karotte. I'm so happy and so sad. I rewrite her and then go to bed. Oh dear Lord, at least I'm alive. I may push my luck and step to daydream for a while. Oh Lord, I did what I could. Didn't text me back. 48 hours at least I tried. It's okay to daydream for a while. Pizza Nummer 3 ist frisch aus dem Ofen. Pizza Cornelietto, das kleine Träumchen eines Häschens. Probier doch mal. Der Teig ist noch soft, der Salbei ist crispy, die Blümchen sind frisch. Der Inbegriff eines Träumchens. Oh mein Gott, schmeckt so gut. Es ist süßlich, der Salbei ist kross, der Lauch ist zart, der Teig ist so soft und gleichzeitig crunchy. Oh, es ist geil.
Nico, das war's. Das war der 48-Hour-Daydream. Wie war's für dich? Fantastisch. So lecker, glücklich. Glücklich ist das Adjektiv, würde ich mir entscheiden. Man geht auf den Markt, man lädt die Welt eigentlich eher auf seine Pizza ein. Und die Fantasie ist mit. Ja. So. Schön gesagt. Wenn euch der Content nicht gefällt, subscribe nicht. Bis zum nächsten Mal. Everything lines up so well. Thank you.